willkommen bei den Driften mit Naturköder. Seehecht, Lenk, Lump. Hi, willkommen im dritten Video. In diesem Video geht es ums Rundangeln mit natürlichen Ködern. Also wir haben mit Makrelen und kleinen Pollacks gefischt als Vorfach. Wir haben zu Hause reichlich das Internet durchstöbert, haben uns nach Lösungen umgeschaut, was zum Beispiel auch die Hängergefahr angeht, weil beim Rundangeln ist es ja so, dass man Köder runterlässt bis zum Grund, kurbelt ein bisschen an, aber diese Zeit, sage ich mal, wo man ankurbelt oder an Kanten kommt, kommt man doch immer wieder mit dem Vorfach auf Grund. Jetzt ist es so, bei einem normalen Haken, ich habe jetzt hier mal als Vergleich einen kleinen Haken genommen, wenn ich diesen anbinde, natürlich dann beim Naturköderangeln größer und gehe über den Grund, wenn das jetzt der Grund wäre, dann sieht man schon hier, der hakt sofort ein, fertig. Das heißt, das wäre mein klassischer Hänger zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Kraut hätte oder ich habe hier einen Überstand und komme hier an. Der sitzt fest, da ist kein Ende drin mehr. Was Raubfischangler schon lange kennen und Meeresangler recht neu ist, sind die Offset-Haken. Ich habe mir irgendwann diese Offset-Haken genauer angeguckt, die Baureihe der Offset-Haken, und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass das eigentlich eine ideale Lösung wäre, wenn es denn dann funktioniert. Dank Horst Henning, der im Bereich Längangeln, Grundangeln sehr gute Tipps hat, haben wir uns Vorfächer gebaut mit viel, Horst sagt immer Weihnachtsbaum, Klimbim dran, also viel Leuchtschlauch, viel Leuchtperlen. Das zieht tatsächlich längs an, das Ganze, weil wir nicht mega tief gefischt haben. Wir haben bis maximal 80 Meter gefischt an einem 55er Pike-Fluh von uns, was nicht abriebfest ist. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Clou. Wir haben uns die Offset-Haken anguckt. Wenn ihr euch jetzt die Offset-Haken anguckt, wenn ich jetzt den Finger mal drüber lege, seht ihr, dass vom Öhr zum Haken eine Flucht besteht. Was hat das jetzt damit zu tun, Hänger zu haben oder nicht Hänger zu haben? Wenn ich den jetzt auflege auf ein Holz und ziehe den, seht ihr, ich hake nirgendwo. Ich kann nirgendwo dran haken. Das klappt nicht. Also ich sammle weder Schnert ein, noch kriege ich dadurch den Haken selber Hänger. Natürlich bekommt man Hänger, wenn man mit dem Blei irgendwo einhakt oder es ganz ungünstig der Haken irgendwo kommt. Fische sind sehr sicher damit gehakt worden. Man sieht das auch nachher in den Videos. Die Hakenspitzen bei zumindest diesen Offset-Haken von uns, wir haben die in der Größe 6, also 6.0 und 7.0 gefischt, sind mega scharf, passt da ein bisschen auf die Finger auf. Der natürliche Köder kann ganz normal draufgezogen werden als Fetzen und ja, das ganze System runtergelassen. Wir haben bis maximal nachher 200 Gramm geangelt, zwischen Tiefen von 50 bis 80 Metern. Die hätten aber auch locker mit den 200 Gramm in 150, 200 Meter fischen können. Das war überhaupt kein Problem. Das haben wir beim Jiggen mit 75 Gramm schon gemerkt, dass man also auch diese Tiefen damit erreicht. Warum erzählen wir das Ganze? Ist ganz für mich persönlich zumindest ganz klar. Leute, wenn ihr da hinfahrt, ihr müsst gegebenenfalls Gepäck mitnehmen. Ihr müsst ganz viel mitnehmen. Wir haben uns im Vorfeld sehr viel Gedanken gemacht. Wir haben wirklich Gewichte mitgenommen, von leicht bis ultra schwer, und übergeblieben sind nachher wirklich zum Naturköderangeln so 150 bis 200 Gramm, und zum Pilkerangeln, das habt ihr ja schon im zweiten Video gesehen, die Pilker von 50 bis maximal 100 Gramm. 150 haben wir, wie gesagt, einen, und das ist aber vollkommen ausreichend, wenn es um den Romsdalfjord und die, ja, ich sag mal, Gegend Romsdal geht. Also wir waren bis Siggen vor, wir haben da einige Bereiche gefischt. Ich kann euch das nur empfehlen, probiert es mal aus. Ihr könnt das selber ja testen. Die Haken, wie gesagt, sind mega scharf, sind mega stabil, da bricht nichts, da geht nichts kaputt. Hängergefahr, haben wir festgestellt, ist wesentlich geringer. An den Brücken, den wir gefischt haben, jeder kennt das, der sich mal mit der Topografie von Brücken und so weiter beschäftigt hat, dass dort sehr viele Schüttungen sind, sehr viele unebene Bereiche, gerade im Bereich vom Brücken. Und das sind eigentlich sehr, sehr hängerreiche Gebiete, und wir haben da wirklich, also wir haben auch Hänger gehabt, klar, aber wesentlich weniger, als wenn wir jetzt den klassischen Haken gefischt hätten. Also ich kann es euch nur empfehlen. Zup, zup, zup. Das war mal ein Biss.
Jo. Kann ich noch nicht sagen. Profi kann ich dir sagen, es ist Fisch. Ich kann dir sagen, es ist ein Fisch. Der Große steht auf einem anderen Blatt. Wer hätte es gedacht? Biss. Was? Nee, das ist ein Biss. Das sehe ich von 3 Kilometer Entfernung, dass es ein Biss war. Ja, du bist noch nicht bei der roten Schnur. Erst bei der roten Schnur wird es interessant. Tobias, wo hast du denn so ein tolles Gaffeck? Haben wir Bruder mal gegeben. Ach, der gibt noch nichts ab, der Spinner. Rote Schnur. Hoch, hoch, hoch. Boah. Boah, steht der. Alter, das ist mal ein Fisch. Und der hat mich ja richtig Schnur. Ich hab voll den Fisch drauf. Ja, fahr ein Stück voraus. Das ist aber echt ein großer Fisch. Ja! Ja, der hat gelesen, I eat no fish. Na komm, Kollege. I eat no fish, leg mich am Arsch.
So, der letzte Tag, der letzte Abend am wunderschönen Romsdalfjord. Einmal noch mal genießen das Ganze. Das ist irre hier. So sieht das aus, wenn man das abends macht. Das ist schon Hammer. So, das ist der Jens, der mit war. Jens, wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Top, ne? Das sind aber auch. Nicht schlecht.